Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu LS17, dem Projekt 1982 auf der Borcher See. Nein, auf Nee, der Hof heute nicht. Bergmann. Nee, nie wieder. So, schon. Die Frage hier, oder auch noch ein Abkippding. Zusammen mit dem Jim, so, ich bin Ja, einen wunderschönen guten Tag. mit X. Hier auf der Hof Bergmann Reloaded. Jo. Richtig. Bin hier gerade hier mit der Kippmulde dran, jo. Glaube ich, ein Korn ist verloren gegangen oder ein Liter. So. Auf jeden Fall passt Weizen rein, das ist schon mal gut. Du denkst halt bei Weizen immer nur an das Doppelkorn hier und so, ne? Ja, wenn schon, denn schon. So, jetzt teste ich das auch mal mit ein bisschen und werde mal Kalk auffüllen, mal gucken. Und wäre das eine gute Alternative, weil dann können wir das Saatgut oben einlagern, dann kommt da auch eine Kippmulde, dann können wir sowohl Kalk als auch Saatgut dann da oben. Wir haben jetzt zwei Kippmühlen, immer beim Seedmaster Ja. und drüben bei der Schweinefutterproduktion. Ja, richtig, habe ich auch schon gesehen. Die über Schweinefutter brauchen wir erstmal gar nicht dann, ja. So, Kompost, Silage, Hackschnitzel, Gras, Einstreu, Kalk. Ich habe 280 Liter genau rausgenommen. Sehr gut. So bin ich gut. Bin mal gespannt, ob das gleich auf dem Boden ist oder im Streuer. Immer Streuer. Kalkstreuer, um es genau zu nehmen. Mal nach oben, wir fahren jetzt hier an die Straße. Und natürlich bestimmt aus beiden Richtungen. Ne, doch nicht, haben wir Glück. So, ich bin sehr gespannt, wie ein Flitzebogen. Sehr schön, liegt alles auf dem Boden. So soll es sein. Klappt nicht. Schade. Weil ich habe jetzt nicht das Ding aufgehabt. Ich weiß nicht, ob das daran lag, dass ich den Düngerstreuer zu hatte. Jetzt macht er hier total ineinander. Jetzt die Maschine rausnehmen, dann müsste es doch eigentlich klappen. Und ich mal das die Mulde hier vorne hin. Dann das auf. Auf. Und Ladeschaufel. Was für ein Experiment hier.
das jetzt in die Kippmulde rein. Oder auch daneben. Jetzt hat er ein bisschen was drin, oder auch nicht. Seite. Dann einmal drüber fahren. Bin gespannt, sehr gespannt. Wird es klappen? Seid ihr auch so aufgeregt wie ich? Ja, ganz besonders. Ungemein. So, jetzt einmal auf X. Aufzuschneiden. Ja, hat geklappt. Hat geklappt. Man muss, so, was hast du denn jetzt gemacht? Ne, ich habe einfach mal die Deckel oben aufgemacht. Ah. Soll helfen. Trick 17. Trick 17. Nur Bio-Bauern düngen mit zu Deckel, siehst du? So, dann kann ich auch mal das Saatgut hier mit hinten einlagern. Hast du schon flüssig? Ach, ist noch gar kein Saatgut. Fehlt noch Flüssigdünger. So. Aber jetzt können wir erstmal alles wieder reinpacken. Wir wissen jetzt, wie wir Kalk aufgefüllt bekommen. Mit der Mulde. Richtig. Haben wir, dann können wir das zur Seite räumen. Mein Gott, Schlachtfeld beseitigen. Aber es ist wie bei wissenschaftlichen Arbeiten. Da muss man auch noch mal ein bisschen Opfer bringen. So, wir sind hier wie bei Jugendforscht, oder? Richtig. Bauerforscht können wir es auch nennen. Bauerhorst forscht. So, Deckel zu. Ja, schade, dass es vom Ostdrift noch kein Update gab. Ja, da hat es ja von dort erzählt, dass am Wochenende jetzt so was kommen sollte. Ja, wobei ich freue mich, wenn es dann auf Steam ist, weil dann wird es immer automatisch geupdatet. Okay, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Okay, Kalk kriegen wir aufgefüllt. So, ihr seid ab am Ernten und am Sammeln, ne? Heißt rein theoretisch? Nee, momentan bin ich am Ernten und okay. Niemand am Einsammeln. Dann komme ich mal dazu. Trecker steht noch und Sammelwagen auch. Dann nehmen wir das jetzt. Wo hast du das Stroh immer reingepackt? Bis jetzt habe ich noch gar nicht abgefahren. Also okay. Da kannst du dich dann entscheiden. Packen wir auf jeden Fall einmal ins Lager, würde ich sagen. Haben wir auch ein bisschen Stroh dann da. Wenn wirklich die Ballen mal leer sein sollten oder so. Ganz für Kraftfutter werden wir es ja brauchen.
Das ist echt schade, dass Curseplay nicht auf den Multiplayer geht. Ganz schönes Tool für die Helfer. Ja, aber das sagte der eigentlich schon Multiplayer. Ne? Ah, 10% gehen noch rein. Oder 60. Oh, wie ich am Wochenende geschlafen habe, beziehungsweise gelegen habe. Scheiß Netflix. Nee, gibt es da auch irgendwie so eine Anzeige, wie viele Stunden man verbracht hat? Nee, besser nicht. Ich habe schon am ersten Abend bis morgens 5 Uhr geguckt. So 4 Filme. Boah. Von Kevin James gibt es einen Film, wo er so jetzt als Schriftsteller ist und dann so tut, als wäre er ein Geheimagent. Und es dann doch zum Geheimagent irgendwie wird und so, also ganz lustig. Und ganz viel verschiedene. Oder auch einer ist schön, ich weiß es gerade nicht, wie er heißt, so ein älterer Schauspieler, der ist, fängt als, der ist eigentlich Rentner und fängt dann als Praktikant wieder in einem Unternehmen an, so ein jungen Unternehmen mit Online-Shop und alles und ja. Ja, man lernt nie aus, heißt er. Und das ist ganz cool, der Film. Also da hätte man sich gewünscht, oh, das wäre so eine. So ein Film, wo man sagt, boah, da von der Serie, da kriegt man eigentlich nicht genug von, aber irgendwann ist halt auch der beste Film zu Ende. War mal wieder ein schöner Film. Ja, so ist es eben. Vor allem so die Idee dahinter, dass halt die Älteren doch früher etwas ruhiger waren und die Jugend das heute wieder lernen muss und so. Ja, passt. War ganz cool. Ja, aber das merken wir ja selber jetzt schon, wenn man so ein bisschen reflektiert, unsere Vergangenheit, wie sich die das weiterentwickelt hat heutzutage, die Technik zum Beispiel, und man auch damit seine Freizeit verbringt, was man ja früher noch nicht gemacht hat. Ja, nehmen wir nur mal YouTube als Beispiel, also es hätte ja früher keiner gedacht, dass, also da war Fernseher 9 plus Ultra, so wenn man an Abendshows denkt, Familienshows, war ja was Besonderes, samstagsabends so um 20.15 Uhr sich einen Film anzugucken oder eine Show und so. Heute, das ist einfach nur noch Müll drin. Und es jetzt wirklich abwertend zu meinen, aber das ist ja nun mal nur noch Müll und Leute verarschen. Da gucke ich mir wirklich Netflix lieber an und Amazon. Erstens kannst du gucken, wann du willst und wann du gerade Zeit hast, und ja, dieses abgetroschene 20.15 Uhr ist halt nicht mehr vernünftig, ne? Wenn ich um 18 Uhr einen Film angucken will, gucke ich um 18 Uhr, und wenn ich um 23 Uhr, weil sich alles verschoben hat, dann um 23 Uhr, ne? Ja, das ist eben, wo die modernen eben gesehen haben, dass man da eine Lücke im Markt hat, eben für die Leute. Ja, vor allem, wir machen ja hier. Ja, so diese Videotheken, eigentlich haben sie ja, waren sie der Ersatz der Videotheken oder auch der Untergang der Videotheken, aber jetzt wird es auch das Fernsehprogramm merken, denke ich. Sind viele, also aus Bekanntenkreisen, wo du hörst, ja, Netflix geguckt am Wochenende, ach ja, hier auf Amazon Prime, hast du das schon gesehen und. Ja, die großen TV-Sender wollen es nicht wahrhaben, aber trotzdem, die Marktanteile schwinden. Man dann so hört, wie viel Millionen oder Milliarden teilweise dann eben Netflix investiert in neue Drehbücher, neue Serien. Ja. Und Amazon genauso. Und ich find's gut, ganz ehrlich, es ist einfach so. Wie heißt so schön, Konkurrenz belebt das Geschäft. Wird's da jetzt so eingeben, wird der irgendwelchen Müll drauf haben, man wird's angucken und fertig. Aber es ist ja wirklich, also ich habe ja Amazon Prime. Und trotzdem dachte ich, komm, guck dir mal Netflix an, und es ist schon was anderes wieder. So an Filmen dann da. Von daher lohnt sich schon rein theoretisch beides zu nehmen. Wir werden jetzt mal gucken, bis zum 10.12. habe ich einen Monat umsonst. Ob man es danach dauerhaft nimmt oder du kannst ja jederzeit kündigen. Oder ob man es erstmal wieder wegnimmt und dann später mal wieder irgendwann aktiviert, weißt du?
Den gucke ich jetzt gerade so gute Serien, gute Filme, halt etwas mehr dann jetzt auf Netflix. Und das nutzt auch. Und dann hast du ja auch zwei Accounts, habe ich meiner Schwester eingegeben. Soll sie den auch nutzen? Man kann ja gleichzeitig mit zwei Accounts online schauen. Gibt sogar jetzt einen, wo man drei kann. Aber das brauche ich ja dann nicht. Vor allem, weil das dann Ultra HD ist, habe ich eh nicht. Reicht normale HD, reicht mir. Was ist jetzt vorne weg? Ja, zumindest haben dann auch, sagen wir mal, Serien oder Drehbuchautoren von, die sonst eigentlich nicht beachtet werden, eine gewisse Chance eben, dass eben das mal umgesetzt wird. Ne? Ob nun in Serie oder in Film. Ja, vor allem, jetzt guck mal, ne, vergleichen wir mal Serien. Also das sind ja ganz andere Serientypen und Genre, als wenn ich jetzt gute Zeiten, schlechte Zeiten nehme, wo die sich jetzt seit Jahrzehnten halten und irgendwann denkst, oh, oder was ist jetzt so ganz im In, dieses Berlin, was weiß ich für eine Postleitzahl und Köln Postleitzahl, da diese Dinger, da diese zwei Serien da, also da ist ja total abgefragt alles. Ja, man will es auf eine gewisse Art und Weise als live verkaufen, aber trotzdem ist es gescriptet eben alles war vorgegeben. Das ist so ein Durch Vorgänger, ist halt GZSZ, Laiendarsteller ja. eben war. Das ist so ein Vorgänger, ist nun mal GZSZ, aber. Und GZSZ mittlerweile ist das ja schlimmer als jeder Kinofilm. Da passiert ja jede Folge drei Sachen. Früher hat man eine Sache gehabt, ich sage jetzt mal Joe Gerner. Das hat sich dann über 2, 3 Wochen hingehalten, so eine bestimmte Szene oder ja, Sache, die da eskaliert ist oder wie auch immer. Und das war spannend, dann hast du am nächsten Tag geguckt, wie es weiterging. Jetzt, weißt du, wenn du 2 Tage nicht mehr geguckt hast, weißt du ja schon gar nicht mehr, was kommt drin vor. Oder was denn da alles passiert, weil da so viel ist einfach, weil die nur noch Action dann wollen. Aber es muss noch genug geben, die es gucken, sonst wäre es nicht so. Aber die ersten haben es schon verstanden, die ersten Sender, dass es wohl nicht so ist, richtig ist. Zumindest haben sie die Mediatheken, das finde ich ja schon mal ganz gut. Letztens kam wieder was, wo ich gesagt habe, ach jetzt 20:15 Uhr kann ich nicht gucken. Und dann habe ich das schon später, ach ja, Frau Schmidt muss weg oder sowas hieß der, glaube ich. Habe ich schon öfter was gehört von. Da dachte ich, guck's dir mal an, habe ich mir die Mediathek anguckt. Hätte zwar nichts verpasst, wenn ich es nicht geguckt hätte, fällt dann im Nachhinein, aber naja. Ja, also da finde ich persönlich jetzt die Mediathek von den Öffentlich-Rechtlichen besser. Ja. Also zum Beispiel, da gucke ich mir auch dann gelegentlich so eine Reportagen eben an, als hier von diesen Privatsendern. Also. Was mich mir persönlich stört, das Geld, wenn du überlegst, was Amazon Prime kostet oder Netflix, das ist ja ungefähr fast das gleiche, wenn du die günstigste nimmst, wie die GEZ, ne? Ja. Ja, also von daher ist schon die Frage, wo Mehrwert ist, ne? Und da denke ich schon, dass man den bei Ja. Netflix schon mehr hätte. Und wenn jetzt, wenn du jetzt vorstellst, dass 7 Euro jeder wirklich da einzahlen müsste, was dann für Programme da laufen würden, was die an Geld hätten, um das zu machen, was die ja jetzt schon machen, was ja nicht Ja, aber günstig da ist. würdest du ja auch eine gewisse Art und Weise wieder ein Monopol schaffen, ne? Ja, deswegen, aber dann müsste man halt wieder hingehen und müsste sagen, okay, jeder kriegt seinen Teil. Aber ich wollte einfach nur sagen, also diese Gebühr ist einfach nur nicht mehr zeitgemäß. Ich finde, die sollen ihre Ja. Werbung machen dürfen, wie sie es für richtig halten, überall sollen den freien Markt wieder ausgesetzt sein und dadurch ihr Geld finanzieren dürfen. Ich weiß nicht, das ist, weiß nicht. Oder die müssen halt, wenn sie wirklich das wollen vom Staat, dann müssen halt Steuergelder dafür gegeben werden an Zuschüssen. Wie es ja bei Filmen auch die Sache ist, das ist ja ganz oft, dass Filme entwickelt werden mit Zuschüssen vom Staat und so. Ist ja auch alles gut. Aber dass es so eine Zwangsabgabe ist für einen, der es vielleicht morgens mal Frühstücksfernsehen guckt oder vielleicht mal Länderspiel, das war's dann auch. Dann ist es überhöht einfach. Wenn ich dauerhaft ARD anhaben würde, dann ist es vielleicht, wo ich sage, oh, die 8 Euro im Monat, die sind es mir wert. Ne? Natürlich auch Radiosender, alles mit inbegriffen, aber. Ja,
Dafür haben wir bei den Privaten eben die schönen Werbespots irgendwann, die uns dann auch teilweise nerven. Dann Oder sagt. uns zumindest eine gewisse Unterbrechung eben geben, dass wir uns wenigstens mal gut zu essen oder zu trinken holen können. Bei den öffentlichen oder jetzt bei einem Ne, bei privaten? den Privaten meine ich jetzt. Also bei den öffentlichen hast du ja auch drüben schon Zeit. Ja, selten, aber eher selten war Werbung bei den großen Spielfilmen. Ja. Aber es geht ja auch anders, siehst du ja, ne? Also sollen einfach einen Mehrwert bieten, dann sollen die Leute sich entscheiden für ein bestimmtes Programmpaket und fertig. Und dann bezahlen sie da auch bestimmt freiwillig für. Und dann würden auch Leute die privaten Sender kaufen. Nur die privaten Sender sind dann einfach den allgemeinen Sendern auch ausgesetzt und müssen sich mal ein bisschen Gedanken machen, dass da nicht auf drei Sendern gleichzeitig irgendeine Hochzeit kommt von irgendeinem Königspaar, weißt du? Dass man dann sagt, okay, dann machen wir es auf einen, von mir aus unter dem Dach von allen. Die einen über, was weiß ich, wie sie es schon mal machen bei Länderspielen. Die ersten 2 Stunden da, die nächsten 3 Stunden da. Aber teilweise kannst du ja umschalten und siehst überall das Gleiche. Oder Brennpunkt, da wird ja mittlerweile für alles Brennpunkt genommen. Dann sollen sie einfach dauerhaft machen, dass zwischen 20 Uhr und 20:15 Uhr ein bestimmtes Thema wird und fertig. Muss man ja keinen Brennpunkt jedes Mal und das ganze Rahmenprogramm verschieben. Da will einer einen Spielfilm gucken und den interessiert der Brennpunkt gar nicht, der danach kommt, weil wieder irgendwas irgendwem quergelaufen ist. Für Brennpunkt haben sie alle, da gibt es ja auch mittlerweile von ARD, gibt es so eine ARD24 oder sowas, oder Tagesschau 24 oder irgend sowas gibt es da auch schon. Und da können die doch sowas dann dauerhaft senden. Und da schauen auch die Leute, die es dann interessiert, mit Sicherheit dann auch hin, wenn sie von mir aus unten einblenden. Top Highlight heute, was weiß ich. Der Kreis in China ist mal nach rechts gefallen, statt nach links. Live auf Tagesschau 24. So, gleich ist der auch wieder voll. Oh, stell dir vor, wir hätten noch den alten Drescher, da hätten wir hier einiges sammeln können. 15 verschiedene Bahnen. Jetzt liegt der wenigstens einigermaßen. Müssen wir. Und fertig, ja, ne? Ja, bin fertig. Ich kämpfe aber gerade, um mit Schneidwerk loszuwerden. Ja, und wir sind auch für heute fertig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann lasst gerne einen Daumen da. Und ja, wir sehen uns dann morgen wieder. Da vorne kämpft der Jim. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.